Ja, hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinem Kanal Carinas Kochecke. Heute, es ist ja jetzt langsam tatsächlich die Kohlzeit, machen wir mal wieder was mit Kohl. Und zwar machen wir ein Spitzkohl-Hackfleisch-Kartoffelauflauf oder Kartoffel-Spitzkohl-Hackfleisch-Auflauf. Völlig egal, aber das sind die drei Hauptkomponenten. Und wie das Ganze geht, das zeige ich euch jetzt. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an. Als erstes hobeln wir nämlich unsere Kartoffeln. Erstmal das, was alles so am längsten dauert. Also, ich empfehle euch tatsächlich einfach so einen Gemüsehobel zu verwenden. Kann man da so top draufstellen und dann werden alle Scheiben schön gleichmäßig. Die hobeln wir jetzt einfach da drüber. Und wenn ich fertig bin, dann machen wir weiter. Ich spule euch das jetzt vor. Es dauert ja sonst ewig. Bis gleich. So, das waren jetzt übrigens circa 1 Kilo Kartoffeln und ich habe die alle so auf die gleiche Stufe gehobelt. Schön dünn, damit die auch im Ofen nachher gut garen können. So, im nächsten Schritt schneiden wir jetzt unseren Spitzkohl. Dafür nehmt ihr am besten wirklich ein großes Messer. Zuerst schneiden wir hier unten mal so eine üppige Scheibe ab wegen des Strunks. Dann halbieren wir den erst einmal. So. Und die Hälfte halbieren wir dann nochmal. Die äußeren Blätter habe ich schon abgemacht, das würde ich euch auch empfehlen. So. Und jetzt könnt ihr nämlich ganz einfach hier unten den Strunk entfernen, indem ihr einfach so ein bisschen schräg reinschneidet und dann habt ihr den Strunk soweit entfernt. Hier ist noch ein klein bisschen, dann mache ich das nochmal. Und jetzt ist er weg. So, und jetzt wird der Kohl einfach nur in Streifen geschnitten. Einfach schön dünn runterschneiden. Und das machen wir jetzt mit dem gesamten Kohl so. Also spule ich euch mal wieder vor, es dauert nämlich auch ein bisschen. Ja, und da der Spitzkohl sehr groß war, reicht hier ein halber Spitzkohl auch vollkommen aus. Mit dem anderen Spitzkohl werde ich vielleicht noch eine Suppe oder so kochen. So, ja, und jetzt können wir mit der Zubereitung beginnen. Ich nehme jetzt ein bisschen Öl, ihr braucht auch nicht ganz so viel, so einen guten Schuss. Und in das Öl gebt ihr jetzt eure Zwiebel, schön fein gewürfelt. Ich habe hier noch ein bisschen TK-Zwiebel übrig gehabt. Die finde ich für sowas ehrlich gesagt total praktisch. So. Dazu geben wir auch schon direkt die Kartoffelscheiben. Die werden jetzt ganz kurz mit reingemacht. So. Schön verteilen. Und jetzt lassen wir es erstmal so 2, 3 Minuten so vor sich hinbrutscheln. Und dann geht's weiter. So, das hat jetzt 2 Minuten gebrutschelt. Da ist jetzt natürlich auch nicht viel passiert. Aber das Volumen ist dadurch jetzt etwas weniger geworden, weil die Kartoffeln ja auch ein bisschen Wasser verlieren. Und jetzt geben wir den Spitzkohl mit dazu. So ein bisschen auseinander machen. Da wird auch nicht alles sofort reinpassen. Aber das macht nichts. Wir machen das Ganze dann auf zweimal, denn das fällt gleich schön zusammen. Das ist kein Problem. Wir salzen das Ganze jetzt, machen einfach so ein bisschen Salz schon mal oben drüber. Und dann machen wir den Deckel drauf, drücken den ein bisschen runter. Und lassen das Ganze jetzt erstmal 2, 3 Minuten so vor sich hin köcheln. Aber wir können in der Zeit schon mal mit der Bechamelsoße anfangen. So, während das hier jetzt erstmal vor sich hin köchelt, bereiten wir schon mal die Bechamelsoße zu. Den Herd wirklich auf eine niedrige Stufe stellen,
Das ist bei mir jetzt so 80 Grad. Wenn ihr jetzt 9 Stufen habt, würde ich so auf Stufe 3 bis 4 stellen. Wenn ihr nur 3 Stufen habt, nehmt ihr Stufe 1. Und da lassen wir jetzt erstmal ein bisschen Butter im Topf schmelzen. Da wir ein bisschen mehr Soße brauchen, braucht ihr auch ein bisschen mehr Butter. So. Da reichen sogar 70 Grad, denn das soll nicht braun werden, die Butter, die soll wirklich nur schmelzen. Stellt es erstmal auf 60 Grad, so. Genau, so ist das perfekt. Und jetzt hole ich euch mal näher ran, damit ihr auch sehen könnt, wie man die Bechamelsoße macht. Jetzt halt erstmal die Butter auflösen. Und dann braucht ihr im nächsten Schritt Mehl und kalte Milch. Kalte Milch geht am besten oder Zimmertemperatur, also nichts Erwärmtes, dann ist die Gefahr, Klumpen zu bekommen, einfach viel geringer. So, wie ihr seht, ist die Butter geschmolzen. Und jetzt geben wir das Mehl dazu. An die Menge Butter gebe ich jetzt erstmal so 3 gehäufte Esslöffel Mehl. Jetzt rühren wir das Ganze mal, um die Konsistenz zu sehen. Es soll schön breiig werden. Und das schaut schon richtig gut aus. Wichtig ist auch immer hier so am Rand längs zu rühren. Genau so wollen wir das. Die Konsistenz ist richtig gut, schön breiig. Und das rührt man jetzt so gut 1 Minute schön, damit sich das Ganze gut miteinander verbindet. Also so kenne ich es zumindest. Ich habe auch schon gesehen, dass viele direkt die Flüssigkeit drauf geben. Aber ich kenne das so, dass man das erstmal 1 Minute schön rührt. Wichtig ist halt auch in den Ecken zu rühren, damit euch da nachher nichts festpackt. Das schaut auf jeden Fall sehr gut aus. Diese breiige Konsistenz, da kriegt ihr dann hinterher eine richtig schöne, leckere Bechamelsoße. Mehr Mehl brauchen wir auch nicht. Jetzt kommt dann die Milch zum Einsatz. Und jetzt ist es wirklich wichtig, kräftig zu rühren. Ich gebe jetzt erstmal Milch rein. So. Und jetzt rühren wir das überall schön kräftig. Und stellen das Ganze höher auf mittlere Stufe, damit uns das auch immer gut aufkocht. Und irgendwann merkt ihr, wenn ihr rührt, das ist jetzt bei mir der Fall, dass das wieder richtig breiig wird. Und das wollen wir auch so. Das sieht jetzt total klumpig aus, aber nachher merkt ihr dann nichts mehr von. So, jetzt geht das richtig, richtig schwer. Jetzt geben wir nochmal Milch dazu. Wieder so einen kräftigen Schuss. Wir wollen ja viel Soße. Und rühren das Ganze erstmal wieder glatt. Es geht besser, wenn ihr einen größeren Topf benutzt, aber ich habe keinen größeren jetzt für diese Induktionsplatte. Es geht auch so. Spritzt nur ab und zu ein bisschen. So, das schaut schon sehr gut aus, denn das wird wieder richtig, 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 richtig fest. Und jetzt gebe ich Gemüsebrühe dazu. Erstmal so einen Schluck wieder. Und schön rühren. Rühren, rühren, rühren. Das ist beim Bechamelsoße so. Dafür ist sie besonders lecker. So, das ist ja immer noch super fest. Da können wir den Rest noch mit beitun. Das waren jetzt übrigens 250 Milliliter. Und wir werden gleich mit Sicherheit noch ein bisschen Milch brauchen. Und jetzt ist das Ganze auch schon glatt gerührt. Keine Klümpchen mehr.
Und dann kann man auch mal aufhören zu rühren. Denn jetzt schauen wir nach unserem Spitzkohl, dass der einmal überall Hitze bekommt, damit er besser zusammenfallen kann. Aber das schaut schon relativ gut aus. Manche Kartoffeln haben auch ein bisschen Farbe und sind leicht gebraten. Das macht sich hinterher im Essen wirklich richtig gut. Jetzt gebe ich noch den restlichen Spitzkohl dazu. Das ist das Schöne bei Induktion, man verbrennt sich da eigentlich nicht die Finger. So, dann mache ich jetzt noch mal eine Spur Salz dran. Dann stelle ich das auf niedrige Stufe herunter. Das muss auch nicht gar kochen oder so, ich gar das nur ein bisschen vor. So, und wie ihr seht, das kocht richtig gut, hat sich auch nichts angesetzt. Jetzt geben wir nach und nach immer ein bisschen Milch dazu, bis wir die richtige Konsistenz haben. Das ist ja immer noch sehr, sehr dick. Wir wollen schon eine dickere Soße, aber nicht so dick. Wichtig ist, dass das Ganze immer wieder schön aufkocht. Denn erst dann sieht man, ob es noch mal andickt oder ob die Konsistenz dann auch so bleibt. So, jetzt warten wir, bis das Ganze wieder schön aufkocht. So, die Soße ist immer noch ein bisschen dick und kocht schön vor sich hin. Aber jetzt gebe ich erstmal ein Päckchen TK-Kräuter dazu. Das sind übrigens Gartenkräuter. Ihr könnt auch frische Kräuter verwenden, aber das macht die Soße deutlich aromatischer. Und so TK-Kräuter, die tauen wirklich super schnell auf. Und da die ja auch ein bisschen Wasser enthalten, habe ich jetzt erstmal keine Milch mehr dazu gegeben. Denn wir schauen jetzt erstmal, ob die Soße dadurch die richtige Konsistenz bekommt. Ja, sie wird nämlich jetzt ein bisschen dünner. Und dann schmecken wir die auch gleich ab. Dieses Spitzkohlgemüse mit den Kartoffeln kommt gleich in die Auflaufform und dann braten wir wirklich nur ganz kurz, so für 3, 4 Minuten das Hackfleisch an. Länger braucht das dann nicht. Denn das gart ja alles im Ofen zu Ende. So, das gefällt mir eigentlich schon relativ gut. Das kann man aber am besten mit dem Löffel überprüfen. Es ist immer noch relativ dickflüssig und dann gibt man einfach wirklich wieder Milch dazu. Jetzt wirklich mit Vorsicht immer schlückchenweise. Und dann immer so ein Minütchen kochen lassen. Aber ihr spürt das schon beim Rühren, dass das immer noch sehr dick ist und dann könnt ihr auch noch mal einen Schluck Milch dazu geben. So, ich glaube, jetzt kommen wir dem Ganzen schon ziemlich nah. So, hier probiere ich jetzt einmal. Okay. Kräuter sind super da drin. Natürlich müssen wir die gleich noch ein bisschen würzen. Und zwar mit Salz, Pfeffer und für mich immer wichtig Muskatnuss, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Das mag ja nicht jeder. So, jetzt probieren wir das Ganze noch mal. Viel besser.
Bisschen Salz kann noch und dann ist es auch genug. Denn ich tue noch einen ganz kleinen Schluck Milch dran. Und jetzt finde ich sie perfekt. Zeig euch mal die Konsistenz. Jetzt läuft sie schön vom Löffel runter und genau so wollen wir das haben. Deshalb schalte ich hier jetzt die Herdplatte aus. Der Geschmack ist auch sehr gut. Nehme ich die von der Herdplatte runter. Doch hier mache ich mal kurz aus, denn wir wollen das Ganze jetzt in unsere Auflaufform verfrachten. Und in der Auflaufform, da passt das wunderbar rein, da sieht das dann auch nicht mehr so mächtig viel aus. Und der Kohl ist auch schon ein bisschen eingefallen. Manche Kartoffeln sind super braun, schon ein bisschen gebraten, das macht nichts. Das gibt dem Ganzen einen richtig leckeren Geschmack. So, jetzt braten wir erstmal das Hackfleisch an. Aber wie gesagt, das braucht auch nicht lange. Das sind jetzt hier 500 Gramm. Das braten wir jetzt wirklich nur so 3-4 Minuten, vielleicht 5, dass es ein bisschen schön krümelig wird und ein bisschen Bräune bekommt. Und dann können wir es hier auch in der Pfanne jetzt nämlich schon würzen. Und zwar mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss und Kreuzkümmel. Auch kein Muss, aber es passt wunderbar. Es ist so lecker. Probiert das unbedingt aus. So, und jetzt braten wir das, bis es ein bisschen braun geworden ist und machen das schön krümelig. So, wie ihr seht, ich habe wirklich nur so lange gebraten, dass das Hackfleisch nicht mehr rot ist und man es richtig schön auseinanderkrümmeln konnte. Das reicht voll und ganz. Das hat jetzt 3,5 Minütchen gedauert. So. Und jetzt holen wir erstmal unseren Auflauf wieder vor. Denn jetzt geht alles relativ zügig. Hier gebe ich jetzt noch einmal eine Prise Salz drüber. Das Ganze wird gepfeffert. Auch hier gebe ich Muskatnuss dazu. Und noch ein bisschen Kumin. Jetzt ist es leer. So. Jetzt verteilen wir das einmal so ein bisschen, dass die Gewürze sich auch ein bisschen verteilen. Die Kartoffelscheiben sind schon gut angegart, deshalb braucht es gleich auch nur noch eine halbe Stunde im Ofen. Köstlich, das riecht verdammt gut, vor allem der Kreuzkümmel und der Muskat, das ist eine super Kombination. Wer kein Kümmel mag, der lässt ihn einfach weg. Genauso geht es auch mit dem Muskat. Man kann das auch einfach nur mit Salz und Pfeffer würzen, wenn man möchte. So, das Hackfleisch haben wir ja schon gewürzt. Das geben wir jetzt auch mit dazu. Das heben wir jetzt noch ein bisschen unter. Damit sich das schön im Essen gleich verteilt. Ach, der Duft, der ist wirklich phänomenal, Leute. So.
ist das wenigstens ein bisschen verteilt. Und jetzt kommt noch unsere Soße. Hier so ein bisschen am Rand auf jeden Fall runterdrücken. So, die Soße rühre ich noch mal durch, weil die setzt immer ein bisschen Haut an. Das ist aber völlig normal. Und jetzt kommt die leckere Bechamelsoße über den Auflauf. Die verteilt sich dann von ganz allein bis unten hin. So, gar keinen großen Löffel da. Ach, das macht nichts. Und wie ihr seht, da ist wirklich nichts drin angebrannt oder klumpig. Das könnt ihr richtig schön auskratzen. So. Und die Soße zieht gleich sowieso in das Ganze noch ein. Kartoffeln und alles ein bisschen runterdrücken, dass es mit Soße soweit bedeckt ist. Soße bis an den Rand drücken. Also manchmal ist die deutsche Sprache ja wirklich eine schwere Sprache. So viele Versprecher. So. Und jetzt kommt das Grande Finale. Der Reibekäse. Ich hatte jetzt hier noch fertig gekauften. Ihr könnt euch den natürlich frisch schreiben. Das ist jetzt eine Mischung aus Gouda und Edamer. Der wird schön oben drüber großzügig verstreut. Die Menge des Auflaufs reicht übrigens locker für 2 Tage oder 6 bis 8 Portionen. Waren jetzt noch mal so gut 250 Gramm Reibekäse. Der war jetzt einfach über, der muss dann ja auch weg. Den kann man nicht ewig halten. Wenn der einmal offen ist, ist er ja offen. Jetzt kommt das Ganze bei 180 Grad für 30 bis 35 Minuten in den Ofen und dann sehen wir uns wieder. Ja, und hier ist er auch schon, der leckere Spitzkohl-Hackfleisch-Kartoffelauflauf. Ganz einfach gemacht. Ich hoffe, das Video hat euch heute wieder gefallen. Dann seid beim nächsten Mal doch auch wieder mit dabei. Ihr kriegt jetzt noch die Nahaufnahme und ich verabschiede mich von euch. Tschüss, ihr Lieben. Ja, und hier seht ihr das Ganze nochmal von nahem. Mit der tollen, leckeren braunen Käsekruste. Genauso lieb ich das. Macht's unbedingt mal nach. Tschüss.